Es herrscht fast Gruselstimmung bei uns. Servus miteinander, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge Starfield. Ich habe hier abgebrochen, weil meine Intuition gesagt hat, dass das ein großer Raum ist und wir bestimmt bald beim Ende sind. Und meine Intuition ist selten richtig. Von daher denke ich mal, dass wir noch ein bisschen was vor uns haben. Ich mache die Folge einfach mal wieder mit Kamera. Einmal habe ich es ja mitgehabt, vielleicht nicht, ob es... Ja, ich trage zu viel. Ob es irgendwie durchgedrungen ist, dass ich die normalerweise aus habe. Ich lasse die jetzt heute mal wieder an. Mach ein bisschen gemischtes Hack, oder? So, Leute, da haben unten mal rumgeballert. Wir gehen jetzt runter und looten nochmal schnell, oder? Ja, doch, da müssen wir noch looten, ne? Ja, natürlich müssen wir noch looten. Müssen wir auch noch nachladen. Da haben wir wieder mal nix. Und dich haben wir jetzt am Anschlag. Okay, ja, dann lassen wir das so. Ist nicht die beste, ist nicht die schönste Waffe, aber die ist okay für uns. Ja, ist okay. Ja, es passt schon. So, da haben wir hier der Schutzanzug mal wieder. Wir haben ja jetzt... Oh ja, stimmt. Wir haben ja ein episches Rüstungsteil gefunden. Was für ein Wert hier gar nicht so episch war. Aber mal. Und hier, normalerweise würde ich jetzt gerne eine Karte aufrufen und abschätzen können, wo ich jetzt lang gehe. Hey, oben geht's weiter. Und unten geht's weiter. Ah! Haben wir durchgeguckt? Nee, haben wir da durchgeguckt? Ja, schwierig, Leute. Ich weiß es nicht. Das scheint ein Schleichweg zu sein, aber wir schleichen ja nicht. Vielleicht ist es aber auch ein Versteck. Vielleicht ist es einfach nur ein Versteck. Okay, nee. Das ist noch Lüftungsgitter, ja. Bist du jetzt? Ach. Das ist alles gut. Gott, Leute, das ist viel noch. Moment. Na, jetzt bin ich auf Verdacht wieder wirklich da drauf gegangen. Oh, Spiel. Ist es nicht eine Stelle, wo wir runtergehüpft sind? Die sieht mir so ähnlich aus. Ist es nicht. Oh Mann, ist das viel. Und das ohne Karte. Wie soll ich mich denn da entscheiden? Okay, wir bleiben einfach die nächsten drei Folgen hier drin. Und verirren uns. Ich hätte wahrscheinlich vor unten schon irgendwas rauscht. Regnet es draußen? Auf dem Mars? Regnet es auf dem Mars? Nein, ne? Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich nach oben geguckt hätte, schon hoch gekonnt. Unten beim Kampf. Meine ich. Okay, und da sind wir ja hoch. So ein Mist. So ein blöder Mist. Richtig reingelaufen. Okay. Gut, dann. Ach, ist schon wieder da. Okay, dachte, wir machen jetzt unten weiter. Sarah, kommst du wieder runter? Er ist ein bisschen härter, glaube ich. Jedenfalls nehmen wir kaum Schaden. Okay, der wirft die nicht wirklich weit. Du bist lächerlich. Lass ihn mal reinkommen, bitte. Kann ich ihn nochmal aufheben? Wollen wir Scheiße bauen, nochmal heilen? Kaibeuter. Mir fehlt Sauerstoff, aber sowas von. Der wirft die nicht. Der lässt sie bloß fallen. Entschuldigung, das ist wichtig für mich. Wir sind außer Gefahr. Wenn du sagst, okay, alles klar. Gut, wenn du sagst, wird es so sein. Nuklearbrennstab, keine Ahnung, ist wahrscheinlich nicht viel wert am Ende.
Der versteckt sich halt einfach, ne? Sau! Schurfenpatronen, jawohl. Irgendwas. Ein Tacker Papiertaschentücher in der Box. Da wäre eine Granate. Da geht's dann nicht weiter. Da geht's ja zum Glück auch nicht weiter. Da haben wir schon wieder weniger Weg, den wir uns verirren können. So. Bitteschön. Nicht? Der ist hart. Der Typ ist hart. Wo ist Sarah? Wo ist Sarah hin? Also hier wird es jetzt richtig krass mit den Gegnern, wenn die jetzt bleiben, auf jeden Fall. Tiefborn, Chameleon. Gucken wir uns bloß mal kurz an. Ich hoffe, das funktioniert. Wenn wir den kurz mal angucken. Ist der hier, ne? Komm her, du schleich mal still und mit deiner Umgebung. Oh, das wäre. Das wäre eigentlich das für uns. Das wäre eigentlich unser Ding. Ah. Und ich habe aber keinen Platz mehr. Dann kommst du jetzt raus. Ablegen. Du bist dafür ein Favorit, damit ich dich nicht irgendwie... Ach so, oh, man kann auch Anzüge einfach mal wechseln. Okay. Okay. Wollen wir das dann machen? Machen wir es einfach mal. Aber eigentlich müssen wir thermal machen, weil es hier so kalt ist, ne? Denke ich mal. Gut, lassen wir es mal so. Ja, aber immerhin, jetzt haben wir was zum Schleichen. Was zum Schleichen, das ist sehr gut. Okay, jetzt geht's aber runter, ne? Weil da oben sind wir jetzt wirklich durch. Ich weiß bloß nicht, wo Sarah ist. Keine Ahnung. Kommst du wieder mit? Gucken wir uns mal kurz an, was wir uns reinwerfen können. Bewegungstempo, Behälter mit Müsli. Rein. Kaffee, ja, alles rein. Das vielleicht nicht. Nein. Medipack Milch. Komm, wir brauchen jetzt nichts zu kochen. Scheiß drauf. Und so richtig jetzt viel rein, wir sind richtig fett. Wasser natürlich. Verbände brauchen wir nicht. Die Drohne. So. Gut. Haben wir schon wieder Gewicht gespart. Ich meine, wir haben es gegessen, eigentlich ist es immer noch da, aber in der Logik vom Spiel, von da sind wir gekommen, ne? Ist es besser so. Hier rauscht es wieder. Ich bleib mal oben. Schnell. Alter Mut. Glück gehabt. Mein Zauber hier.
Das ist eine riesige Kiste. Ah ja, hast du mich erschreckt. Blöde Sandra, Sarah. Bist du jetzt hier? Und da aus? Weiß ich gar nicht. Auch auf jeden Fall eine Kiste. Oder? Weiß ich nicht. Oh, okay. Schon okay. Mein Gott. Es gibt so viele Wege. Ich weiß nicht, welchen ich zuerst nehmen soll. Schleichen kostet anscheinend Ausdauer. Oder Luft. Es ist ja Luft. Hier war man ja schon. Nein. Okay, nee, das passt. Dann ist schon wieder ein Weg abgehakt. Hier hoch oder runter? Wie hoch können wir springen? Schaffen wir nicht mehr. Sonst irgendeine Hilfe? Sarah, auf dich? So Räuberleiter ist nichts für dich, ne? Oh. Schmerzhaft aus. Kommt nicht in Frage. Mist. War das jetzt wirklich blöd? Gesundheit? Ist okay, glaube ich, ne? Was? Teleportierst dich aber auch öfter. Irgendwie. Okay, da kommen wir jetzt nicht mehr weiter. Haben wir keine... Ich sich dauernd teleportiere, das macht mich echt alle. Zunehmlich. Es geht halt immer weiter. Es geht halt fucking verdammt nochmal immer weiter. Es ist unglaublich. Aber ich finde es schön. Ich mag es gerade, mich da rein zu versetzen und weiter zu forschen. Also, meine Intuition war wieder für einen Bobbis. Für Hintern. Geht auf jeden Fall sehr. Geht's da einfach mal weiter nach Gefühl. Okay. Vielleicht findet man hier irgendwas wieder Plotmäßiges. Nee. E-Pack. Haben wir uns verdient. Uran mal wieder. Lichtmittel, nee, komm. Nackt neben dem Ohr, ne? Nicht schön. Ist nicht sehr schön. Kartendeck. Wollen wir das Udo? Udo? Dann hat jemand gespielt. Milch. Da ist ja Fenster, da kann man nicht raus.
Okay. Komisch. Bam, bam, bam. Jelling geht ja nicht, ne? Quatsch. Ah. So, Skills. Forschung, was wären das? Was wären das hier? Skill technisch? Was wären das? Handel, überzeugen, plündern, Dieb? Taschendiebstahlfähigkeit, überzeugen das. Wo ist denn Clown? Warum kann ich da nicht verbessern? Schrotflinte, Forschung. Müsste eigentlich was Grundsätzliches sein, ne? Was Grundlegendes. Ich weiß es nicht. Wie kann ich denn da besser werden? Täuschung. Gastronomie überzeugen. Plündern. Achso, Diplomatie. Dann noch Dieb. Keine Ahnung. Oder geht es da noch weiter außer Technologie? Nö. Das ist alles, was geht. Und Forschung sehe ich auch nicht. Boah. Das ist aber komisch. Wie kann ich denn da besser werden? Kann ich das vielleicht gar nicht lernen, sondern muss es wirklich trainieren? Da blöd, ne? Ach, siehst du, wir haben 3 Skillpunkte. Da haben wir ja gesagt, dann müssen wir endlich mal was machen. Schleichen können wir vergessen. Sozial, plündern, Rang 2 beim Dosieren, beim Verschiedenen, dass du zusätzliche Munition findest. Ja. Ja, nicht verkehrt, ne? Eigentlich. Kampf. Kann man nichts machen. Forschung, können wir was machen. Was ist das? Du gewinnst mehr Hörwing. Scannen. Forschungsmethoden, Analyse. Ah. Migrarsprung, okay. Und Technologie. Du kannst jetzt Boost Packs benutzen. Das ist nicht schlecht, ne? Da können wir schneller unterwegs mal hier latschen. Ist nicht schlecht. Machen wir auch. Sicherheit. Hier ist es doch. Nicht gesehen. Ja, unter Sicherheit gucke ich halt dann doch nicht. So, ach, hey. Also jetzt ist es wirklich unübersichtlich. Da muss man ganz schön viel jetzt nachdenken. Ich finde den Stream ungünstig. Sehr ungünstig. Ah, und es gibt sogar einen, der übrig bleiben würde. Ah. Ich weiß jetzt nicht, sagt mir jetzt bis aufs erste Credits, ja, sagt mir jetzt alles nichts. Ich spare hier nochmal kurz ab. F5, ne? So, sorry. Also, gut. Piraten. Mehr Primaten, bitte. Was ist das für eine Kugel? Ein Globus. Hoffentlich kommen wir irgendwie schnell auch wieder raus. So eine Schnellreisemöglichkeit nach außen. Wär's doch, oder? Hier hat ein Boost-Pack. Wie ich einen hätte, wüsste ich gar nicht, wie ich ihn nutzen soll. Aber ich weiß es nicht. Ist das jetzt ein Gegner oder nicht? Ich denke schon. Los geht's. Ich komme nicht weiter. Sicher ist da was Praktisches für uns dabei. Gut, dass wir mal kurz nochmal vorher gescannt haben.
Ich will meine gute Waffe keine mehr zu mir. Ist das? Okay. Dann heißt es nach unten, ja? Hier geht's dann tatsächlich nicht mehr weiter. Lass mal sein. Sind wir jetzt wirklich am Ende angelangt? Und das Ding war jetzt sowas wie der Endgegner? Also sowas wie? Und da bist du mal gekommen, genau. Da wollte ich nicht unten rein. Jetzt warte mal, ich habe oben noch was gesehen. Ich weiß schon. Ich habe oben noch was gesehen. Da war so ein Durchgang. Oder ich habe mich verguckt. Oh. Jetzt ist er natürlich übelst überladen. Was ist denn der Navigator? Nehmen wir den. Tschüss. Neue Items. Anstacheln. Kampfmesser. Kriegt mit ziemlicher Gesundheit doppelt. Mit voller Gesundheit. Und wo ist mein anderes Ding hier? Das da? Ein bisschen besser. Nehmen wir das höchstens zu verkaufen mit. Da oben, ne? Genau. Alter, ich komme halt da gar nicht mehr zurecht. Spring, hangel dich hoch. Nimm irgendwas. Nimm meine Hand. Sarah, meine Hand. Danke. Da geht's weiter. Irgendwas wieder reinhauen. Irgendwas, was wir haben. So. Dann aber auch bloß auch wieder der Weg zurück sein. Ja, ich glaube, es ist einfach ein alternativer Weg, ja. Ärgert es gerade auch, den zieht es auch ziemlich nach unten. Die Sprunghöhe ist weniger. Wenn er fällt, dann batzt er so richtig auf. Das ist einfach der Ausgang. Das ist einfach. Und dann war das wirklich alles, was man entdecken konnte. Also, klar, ich habe noch nicht alles gesehen in den Dings, ne? Aber wir sind voll. Wir sind bis oben hin voll. Wir haben gute Beute gemacht. Außerdem, na, kann man jetzt halt diese Folge noch das. Den Quest abgeben. Hoffe ich, denke ich, meine ich. Da war das wirklich ein Shortcut. Super. Genial. Echt schön. Regelstange, keine Ahnung. Und Bohrgerät auch nicht. Neue Items. Bohrgerät. Reihe produziert Komponente. Dieser Gegner kann alles kombinieren. Herstellung. Ah. Von mir aus. Und das? Ausgefallen. Es sind halt so viele Sachen, die ich noch nicht weiß, für was ich die brauche. Und die irgendwann später denke ich mir, ah, wo kriege ich das jetzt her? Ich muss es teuer kaufen oder verreck. So. Jetzt gehen wir einfach da entlang. Was ist das? Das ist doch schon mein Schiff, oder? Gehst du zu meinem Schiff? Richtig? Ja, ich gehe auf jeden Fall Richtung Schiff. So schön. Hat sich gelohnt, hat sich voll gelohnt. War spannend außerdem. Richtig cool. Gucken, ob wir noch mal scannen können. Gerade nicht. Ne. Schön. Da? Ne.
Ne, okay. Ah ja, er zeigt mir trotzdem nicht das Schiff an. Okay. Ah, Ausnahmsweise trotzdem wichtig. Nichts zum Scannen. Ja, ja, ich weiß. Wir entledigen uns gleich der ganzen Teile. Aha. Wo ist er? Nicht? Dachte, er ist ein Flug. Ein Raumschiff. Okay, was wir aber auf jeden Fall da lassen können, ist. Ach, da zeigt er nicht neu an. Ressourcen natürlich, die kommen alle rein. Ja, das sind auch die super Sachen dabei. Super, also super, super. Dietrich, Herz, das geht nicht. Kleeband, ja, von mir aus. Gut, dann Anzüge. Ja, wir dürfen eigentlich bloß einen mitnehmen. Und zwar nehmen wir. Lagern ist das. Da ziehen wir dann einfach den an. Oh. Ja, vielleicht soll ich dann auch einen Anzug anhaben, wenn ich hier außen bin. Sein Helm auf, ich weiß gar nicht, was er hat. Genau. So, und der Rest, da gucken wir mal, der ein bisschen was verkaufen und sowas, ja. Der Rest, was wir jetzt noch da. Ich habe einen Anzug an. Alles gut. Wieder klar. So, also ab zum Cockpit. Was gemacht? Was jetzt? Spaß hat's gemacht, ja. Aber nicht, weil wir die Höhle gemacht haben als in Quest, sondern. Moment, wir haben ja gesagt, wir könnten das gleich auswählen. Ah, da, nee. Escape, ja, Escape. Dann Sedonia. Mal wieder. Geht's? Was mache ich gerade? Ach, Herz. Ja. Das Herz. Habe ich auch den richtigen Quest? Ja, ja. Bam, bam, bam. Stampf, stampf. Hier können wir ja wieder verkaufen. Lass dir Zeit. Nee, ich habe keine Zeit. Was machen wir hier? Wir brauchen erstmal was zu verkaufen. Wir haben Waffen. Wir wollen den. Das wollen wir nicht haben. Das wollen wir nicht haben. Sidestar. Muss ich nochmal gucken. 170 Schuss. Nee. Plus 13. Nee. Da sind schon wieder so wenig Schuss dabei. Weg damit. Ja, ich habe schon genug Waffen mit wenig, gar keinen Munition. Munition, Anzüge haben wir nicht mehr. Rucksäcke, Helme, Kleidung. Outfit, Urban Operator. Könnte man eigentlich mal anziehen. Ist ja gar nicht mal verkehrt. Oder das hier. Ich finde das andere besser. Nehmen wir später das Ding mit. Werf. Ist schon wieder reingefallen drauf. Ja. Notizen. Analysedaten, weiß ich noch nicht. Grundlage der Schiffsreparatur. Wollen wir nochmal reingucken? Magazin. Okay. Dann sonstiges. Dietrich und Herz des Mars. Alles klar. Gut, das war's. Dankeschön. Alles Gute. Jo. Eine Sekunde, was haben wir eigentlich drin? Herz des Mars, doch, dann was? Dann müssen wir zu der Frau. Wahrscheinlich ist es nicht das richtige Herz. Was, der Hörst, der liegt hin? Ist hier gar nicht. Rivka hat anscheinend Probleme mit der Lunge. Ich würde ja echt gerne helfen, aber irgendwie redet sie nicht gerne mit mir. Hm. Was? Warte mal. Du hast das Herz des Mars tatsächlich gefunden? Das sollte ein harmloser Streich sein, den wir den Neulingen spielen. Das sollte es nicht geben. Aber
hier ist es. Zumindest wirkt es so wie aus der Legende. Das wäre nur möglich, wenn... Du meinst, für mich sieht es aus wie Stein. Mist! Ich habe dir die falschen Koordinaten gegeben. Naja, so oder so ist dein Fund beeindruckend. Da hast du es mir gezeigt. Behalte es ruhig. Schließlich hast du es auch gefunden. Was mache ich jetzt damit? Wert. 28.000, wenn wir gut verkaufen können. Da fällt mir was ein. Wir könnten ja den Skill mit Verkaufen noch ein bisschen gucken, oder? Sozial. Überzeugen. Hört ihr Erfolgschance, jemanden zu überreden. Plündern. Dieb. Handel. Haben wir schon mal gemacht. Was muss ich machen? Kaufs. Was muss ich dazu machen? Kaufe oder verkaufe 25 einzigartige Items. Bin ich nicht mehr weit von entfernt. Ja, krasse. Okay. Ja, dann würde ich sagen, dann. Was machen wir jetzt? Haben wir noch irgendwas für die nächste Folge? Sonstiges, Herz des Mars. Ja, das ist jetzt abgeschlossen anscheinend. Obwohl es nicht nur beendet ist, ist es aber beendet. Aktivitäten haben wir ja. Sprich mit Renne. Und so weiter und so fort. Ne? Das ist so Zeugs eben noch. Das können wir uns irgendwann mal, ja, mal machen vielleicht. Dann gehen wir einfach. Komm, jetzt haben wir so lange rumgemacht. Dann machen wir das nächste Mal mit der Hauptquest weiter. Ganz einfach. Frage. Was? Da sind wir doch. Sind wir nicht hier richtig eigentlich? Bist du nicht sowieso hier hin? Nein? Doch. Bin schon ein bisschen raus, ja. Ich war so lange in den Hauptquests nicht drin, dass ich da schon so raus bin. Das war das Letzte, was wir gemacht haben. Wir müssen Vanguard Moara finden, der im Besitz eines Artefakts sein könnte. Das würde. Ah, ja, okay. Ich will keinen Arm verlieren oder so. Ah, ja, ist ja gut. Das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dann. Servus.